Ein Mann lehnt lässig an einer Mauer, über ihm der Schriftzug Souvenirs, neben ihm das Wappen der DDR. Dieses Bild von Martin Kippenberger ist neben vielen weiteren Werken aktuell im Potsdamer Das Minsk zu sehen. Dort zeigt SAP-Mitbegründer und Mäzen Hasso Plattner eine Auswahl seiner Kunstsammlung. Die Ausstellung stellt DDR-Werke und Kunst der Gegenwart gegenüber, mal kritisch, mal ironisch. Stefan Plenkers chinesischer Garten begrüßt die Gäste. Seine Werke entsprechen nicht unbedingt den Klischees der DDR-Malerei, kein sozialistischer Realismus. Die Schau im Kunsthaus Minsk in Potsdam will auch kein Klischee. Sie will zu Fragen anregen. Und so stehen sich etwa Willi Sittes Liebespaar und Gudrun Brünes Judith und Holofernes gegenüber. Zwei Blicke, zwei Perspektiven. Was ist eigentlich Kunst aus der DDR? Geht es um einen Geburtsort? Geht es um eine bestimmte Generation? Geht es um Sozialisierung, um geteilte Erfahrung? Dürfen sich alle damit beschäftigen, egal aus welchem Kontext sie kommen? Die Antworten geben hier Künstler aus Ost und West mit ihrem Werk. Der Dortmunder Martin Kippenberger sieht den Ausverkauf der DDR nach der Wende. Während Cornelia Schleime mit Styx über das Vergessen nachdenkt. Sie musste 1984 die DDR verlassen. Werner Tübke wurde geehrt und protegiert in Ost und West. Seine Kunst unverwechselbar. Die Konfrontation der Generationen des Stils und der Personen wird ironisch gebrochen durch ein modernes Auftragswerk. Der Künstler Wilhelm Klotzek kommentiert mit erfundenen Buchtiteln die Diskussion um die Deutungshoheit der DDR-Kunst, wie etwa »Ich kann eure Bilder nicht mehr sehen«, Meisterwerke des sozialistischen Realismus von hinten. Ein Erbe der DDR auch das Museum selbst. Das Kunsthaus Minsk war früher ein Restaurant. Der Unternehmer Hasso Plattner machte es zum passenden Rahmen für seine Sammlung von DDR-Kunst.